Dam, 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 ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario, und von... erzählt von mir, Mario, und von... Hier ist Frederik. Wir haben nicht so viel Zeit. Ihr müsst den Podcast ausmachen, weil... Bin ich wieder. Da hat jemand meine Gitarre ins Eisfach getan. Kannst du das glauben? Wer das tut denn eine Gitarre ins Eisfach? Moment mal. Nimmst du schon auf? Lauf, Kinder. Lauf, er hat seine Gitarre gefunden. Lauf, Kinder. Mario hat seine Gitarre gefunden. Ja. Ich habe letzte Woche ganz viele Konzerte gespielt. Und? Wie ist das gelaufen? Eigentlich ganz gut. Nur in Köln war der Saal leer. Ja, ist doch klar. Da hast du doch schon mal gesungen. Was? Ich werde demnächst im Ausland singen. Das finde ich aber sehr rücksichtsvoll von dir. Da hat mal jemand einen Clown gefrühstückt heute Morgen, oder was? Also hat aber irgendwie komisch geschmeckt. Hallo, liebe Kinder. Hallo. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, hat die heutige Geschichte etwas mit Musik zu tun. Leider. Mit Musik zu tun. Das habt ihr vielleicht auch schon am Anfang dieser Folge gehört. Da haben wir nämlich eine Musik gespielt. Habt ihr vielleicht auch vorher schon mal gehört. Dieses Lied heißt Te Deum. Und das wird immer dann gespielt, wenn mindestens drei Länder gleichzeitig eine Show, eine Sendung oder ein Ereignis im Fernsehen übertragen. Live, wohlgemerkt. Also fast so wie das Detektivbüro Frederik. Wobei unsere Geschichten nicht im Fernsehen zu sehen sind. Du hast mir ein Podcast-Gesicht, finde ich. Das höre ich tatsächlich öfter. Moment mal. Egal. Nächste Woche findet eine solche Show statt. Und zwar der Eurovision Song Contest. Zuckerwatten Suppenkonfekt? Was? Nein, nicht Zuckerwatten Suppenkonfekt. Eurovision Song Contest. Das ist ein Wettbewerb. Bekommen Leute einen Preis, die ein ganz beliebtes Lied geschrieben haben. Das sind die Menschen, die sich die Musik ausgedacht haben und die Menschen, die den Text, also die Worte zur Musik geschrieben haben. Allerdings sieht man die Komponisten und Autoren nur selten. Auf der Bühne stehen die Leute, die diese Lieder singen. Deshalb empfinden die meisten Zuschauer den Liederwettbewerb auch mehr als Sängerwettbewerb. Beim ESC, das ist die Abkürzung für Eurovision Song Contest, treten 45 Länder an. Ach du meine Güte. Es gibt zwei Halbfinale und ein Finale. Da sind dann nur noch 25 Länder dabei. Und für diese 25 Länder singt dann immer eine Person oder eine kleine Gruppe ein Lied. Meistens auf Englisch, aber manchmal auch auf Deutsch oder in einer anderen Sprache. Und eine Jury und auch die Leute vor dem Fernseher können abstimmen, welches Lied ihnen am besten gefallen hat. Das macht Sinn. Und so werden dann am Ende von jedem Land Punkte verteilt. Und wie? Naja, die Person oder die kleine Gruppe, welche die Jury am besten fand,
bekommt die meisten Punkte. Okay. Das sind 12. 12? Und okay, dann gibt es noch 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Frohes neues Jahr! Und einen Punkt, ach so, den okay, die Jury und die Zuschauer aus dem jeweiligen Land für ihren Liebling geben können. Nur nicht für das eigene Land. Ach so. Und die Person oder die kleine Gruppe, die am Ende dann die meisten Punkte hat, ist der Gewinner. Und so kommt einen Pokal. Toll. Und im nächsten Jahr findet der ESC dann in dem Gewinnerland statt. ESC wird in fast ganz Europa im Fernsehen gezeigt. Auch in Australien, Japan, Mexiko und vielen anderen Ländern auf der Welt schaut man sich die Sendungen gerne an. Toll! Jedes Jahr gucken etwa 200 Millionen Menschen zu. So viele? Ja, und in diesem Jahr möchte ich mich auch für den ESC bewerben. Feuer den Verstärker an, Frederik. Okay, los, Verstärker, los. Was? Du Schatz. Nein, du was? Sollst ihn anmachen. Okay, sag das doch gleich. Ja. Na, Verstärker? Heute Abend so was? Nein, Frederik, bring ihn zum Laufen. Also, okay. Los jetzt, keine Ausreden mehr, Verstärker, du läufst jetzt. Vergiss es, ich mach es selber. Also das ist doch wohl hier, also wenn man einmal hier mit Profis arbeiten möchte. Also hier, einfach auf diesen Knopf drücken. So, okay. Also liebe Kinder, ihr dürft euch jetzt zusammen mit Frederik... was ist denn jetzt passiert? Der Strom ist ausgefallen. Ich wollte euch doch gerade mein Lied vorsingen. Da kommt er. Frederik, der Strom ist ausgefallen. Was? Schnell, wir müssen das Eis aus der Tiefkühltruhe aufessen. Moment mal, ist das da eine Sicherung in deiner Hand? Was? Ja. Dann fangen wir lieber mit der heutigen Geschichte an, liebe Kinder. Die heutige Folge heißt Der große Wettbewerb. Da geht genau, es auch um Musik. Frederik, du hast mein Lied für den ESC doch schon gehört. Dann erzähl du den Kindern doch einfach ganz kurz, wie es dir gefallen hat. Okay, ich kann sogar meine Lieblingsstelle das zeigen. Das klingt ja noch besser. Ja, dann zeigt Frederik euch jetzt kurz seine Lieblingsstelle. Dann fangen wir mit der heutigen Geschichte an. Okay, und zwar genau da. Das ist meine Lieblingsstelle. Das sind die letzten 3 Sekunden. Da ist das Lied doch schon vorbei. Ja, eben. Das ist doch wohl... Was denn? Will ich das hier machen? Ich wollte doch... Die heutige Geschichte beginnt nicht im Detektivbüro Frederik, sondern in der großen Stadthalle. Hier findet heute der große Musikwettbewerb statt. Mario möchte sein selbstgeschriebenes Lied singen, hat aber große Angst. Frederik, ich habe Lampenfieber. Wieso denn? An welcher unserer Lampen hast du dich denn angesteckt? Nein, an der neben dem Fenster? Lampenfieber, das sagt man, wenn man Angst hat. Ich habe Angst, gleich auf die Bühne zu gehen. So, was, wenn ich mich verspiele oder den Text vergesse? Sagt Mario und Frederik antwortet. Du musst doch gar keine Angst haben. Du hast so viel geübt. Du kannst das doch. Ja, aber... In diesem Moment werden Mario und Frederik plötzlich von einer anderen Stimme unterbrochen. Es ist Christian, der auch heute beim großen Musikwettbewerb ein Lied singen möchte und oft gemein zu Mario ist. Hallo, Christian. Hallo, Mario.
Du hast dich wohl im Datum geirrt. Der Witzewettbewerb war letzte Woche. Ich möchte mein selbstgeschriebenes Lied singen. Ja, genau. Deshalb bin ich hier. Ja, heute ist doch der große Musikwettbewerb. Ich weiß. Ich dachte nur, weil deine Musik ein Witz ist. Das ist aber ganz schön gemein, was du sagst, Frederik. Ich schaff das schon. Okay. Ich denke, wir können vernünftig mit der Sache umgehen. Ja. Wie die zwei verantwortungsvollen Erwachsenen, die wir sind. Okay. Habe ich nicht recht? Ja, also, Herr Pupswindel? Kurze Zeit später steht Mario hinter dem Vorhang. Sein großer Auftritt steht kurz bevor, als plötzlich... Was, Frederik, was war das denn? Ich weiß nicht, was ist denn mit dem Licht passiert? Ein Stromausfall, aber Mario muss doch gleich auf die Bühne. Was nun? Was sollen wir denn jetzt machen, Frederik? Ich muss doch gleich auf die Bühne. Komm, wir gehen mal nachsehen. Und so begeben sich unsere beiden Detektive in den Keller der Stadthalle, wo sie kurze Zeit später vor vielen blinkenden Lichtern und Kabeln stehen. Frederik, es sieht so aus, als wären einige Kabel nicht mehr miteinander verbunden. Ja, stimmt. Warte mal, wenn ich... Meine Güte, das macht man doch nicht. Das war falsch. Aber... Ich nehme mal diese... Der leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Warum riecht hier nach Brathähnchen? Mario, guck dir doch mal die Kabel an. Die haben alle eine Farbe. Tatsächlich, die Kabel, die oben hängen, haben drei Farben. Gelb, Rot und Blau. Die Kabel, die unten hängen, haben aber ganz andere Farben. So, als ob die Farben Gelb, Rot und Blau miteinander vermischt worden wären. Woher sollen wir denn wissen, welche Farben zusammengehören, Frederik? Fragt Mario verzweifelt und Frederik antwortet. Das ist doch ganz einfach. Ja, guck mal, die Kabel, die oben hängen, sind Gelb, Rot und Blau. Ja, genau. Das sind die Grundfarben. Ach, so? Ja. Dazu sagt man auch Primärfarben. Okay. Wenn du diese Farben mischt, bekommst du eine neue Farbe. Das weiß ich. Das ist dann eine Sekundärfarbe. Und sieht dann so aus wie die Kabel unten. Wir müssen einfach gucken, welche Farben zusammenpassen. Gute Idee, Frederik. Und so sieht sich Frederik die Kabel an und fragt, welche Farbe bekommt man, wenn man Gelb und Rot mischt? Das ergibt ein helles Rot, oder? Nein, das ergibt Orange. Das ergibt Orange. Ja, Orange. Also nehmen wir ein gelbes und ein rotes Kabel von oben und verbinden es mit dem orangenen Kabel von unten. Gute Idee. Sehr gut, Frederik. Als Frederik die Kabel miteinander verbunden hat, geht plötzlich das Licht im Keller wieder an. Das Licht ist wieder da. Ja, sehr gut, Frederik. Weiter. Los. Und Frederik macht weiter. Was für eine Farbe bekommt man, wenn man Rot und Blau mischt? Rot und Blau? Ich glaube, das ergibt Grün. Lila. Wir müssen das rote und das blaue Kabel von oben mit dem lila Kabel von unten verbinden. Genau, sehr gut. Und das macht Frederik auch. Kurze Zeit später
geht auch das Licht auf der Bühne wieder an. Sehr gut. Ja, weiter, Frederik. Gut. Was für eine Farbe bekommt man, wenn man Blau und Gelb mischt? Grün. Grün bekommt man dann. Genau. Ja. Also nehmen wir jetzt das blaue und das gelbe Kabel von oben und verbinden es mit dem grünen Kabel von unten. Und ja, los. Und wieder ist von oben aus der Halle lauter Applaus zu hören. Auch die Technik für die Instrumente scheint wieder zu funktionieren. Nur noch das Mikrofon scheint nicht zu gehen. Frederik, es fehlt nur noch das Mikrofon. Was machen wir denn damit? Oben hängen noch drei Kabel. Gelb, rot und blau. Ja. Was für eine Farbe bekommt man, wenn man gelb, rot und blau mischt, fragt Frederik. Und Mario antwortet. Keine Ahnung. So ein Mist. Moment mal. Ja. Mist ist braun. Stimmt. Das ist es. Das fehlende Kabel ist braun. Ja, genau. Los, schnell. Und so werden auch das gelbe, rote und blaue Kabel von oben mit dem braunen Kabel von unten verbunden. Und am Applaus aus der Halle können unsere beiden Detektive erkennen, dass der Strom wieder funktioniert. Kurze Zeit später steht Mario wieder hinter dem Vorhang. Er hat ganz feuchte Hände und sein Herz schlägt sehr schnell. Er hat Angst. Frederik, wenn ich nicht gewinne? Fragt Mario und Frederik antwortet. Es geht nicht darum zu gewinnen. Wie? Es geht darum, Spaß zu haben und sein Bestes zu geben. Ja. Wenn man das macht, ist es ganz egal, ob man Erster, Zweiter oder Letzter wird. Ich weiß, du hast ja recht. Ja, aber genau. Was, wenn Christian und seine Freunde über mich lachen? Ach, mach dir da mal keine Sorgen. Okay. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Brille im Auto vergessen. Oh, kannst du bitte kurz zum Auto gehen und sie für mich holen? Ja, ich halte auch deine Gitarre fest. Kann ich. Okay, hier. Während Mario kurz die Halle verlässt und zum Auto läuft, geht Frederik mit der Gitarre von Mario auf die Bühne. Blaukraut bleibt. Ich möchte ein Lied singen. Er hat ziemlich lange Haare und sieht lustig aus. Und manchmal geht er auch ohne Hose aus dem Haus. Er zieht an Türen, auf denen Drücken steht. Und wundert sich dann, warum nicht die Tür aufgeht. Er geht bei Wer wird Millionär mit Schulden raus. Seine Witze sind nicht lustig, ich kenn mich da aus. Und ich weiß, dass ihr gleich über ihn lachen wollt. Doch es gibt da eine Sache, die ihr wissen sollt. Er ist mein bester Freund. Er ist mein bester Freund. Und wenn ihr ihn auslacht oder wehtut und ich das sehe, dann tu ich euch doppelt so sehr weh. Danke. Gerade als Frederik von der Bühne zurückkommt, kommt auch Mario vom Auto zurück. Frederik, als ich am Auto war, ist mir eingefallen, du hast doch gar keine Brille. Ach so, stimmt ja. Tut mir leid. Jetzt aber raus mit dir auf die Bühne. Okay, du schaffst das. Danke, Frederik. Und so geht auch Mario raus auf die Bühne. Hallo, mein Name ist Mario. Ich habe ein Lied geschrieben. Das möchte ich gerne für euch singen. Es geht darin um Marshmallows. Die sind lecker.
Und in dem Lied, da kommt auch eine Trompete vor. Wer mag, der kann mit trompeten und mit klatschen. Also, wer mag. Ja, ich fang dann mal an. Setz das eine vor das andere Bein, packe keinen meiner Zweifel an. Die Welt ist klein, wir sind groß, am Lagerfeuer mit Marshmallows. Denn euer Alter krieg ich heute nicht, alles ist schön im Orangenlicht. Ich lasse alles, das nicht los, am Lagerfeuer mit Marshmallows. Lagerfeuer mit Marshmallows. Euer Alter krieg ich heute nicht. Alles ist schön im Orangenlicht. Ich lasse alles und das nicht los. Lagerfeuer mit Marshmallows. Danke, danke schön, danke schön. Und so endet unsere Geschichte dort, wo sie nicht angefangen hat. Im Detektivbüro Frederik, wo sich Mario und Frederik noch lange über den großen Wettbewerb unterhalten und sich fragen, warum Mario so sehr nach Brathähnchen riecht. Ja, hast du den Musikwettbewerb denn jetzt gewonnen oder nicht? Frederik, darum geht es doch gar nicht. Was? In der heutigen Folge ging es darum zu zeigen, dass man nicht immer gewinnen muss. Es geht darum, Spaß zu haben und sich etwas zu trauen. Dann hat man gewonnen. Ich muss noch mal den Pokal polieren. Das hatte ich ganz vergessen. Was? Wir brauchen hier noch ein bisschen, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Okay. Jetzt singt er schon wieder. Der hört gar nicht mehr auf. Ist mal gut jetzt. Ja.